Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um meine Nägel. Das hier sind UV-Nagelstreifen. Eine UV-Nagel-Maniküre zu Hause. Und ich finde das einfach so cool. Das hier ist mein zweites Design, was ich trage. Und es geht heute um meinen Partner Maniko für dieses Video. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich durfte mit Maniko in Zusammenarbeit dieses Video hier erstellen, denn ich durfte die UV-Nagellackstreifen testen. Ihr wisst ja, ich bin ganz großer Fan davon, meine Nägel zu Hause zu machen. Ich habe ganz viel normalen Nagellack, den ich auch weiterhin sehr gerne mag. In den letzten Monaten wisst ihr, dass ich so umgestiegen bin auf mein ganzes UV-System, damit ich einfach eben ein bisschen länger was davon habe und mich nicht ständig drum kümmern muss. Das ist natürlich aber so, dass es halt ja auch immer ein bisschen länger dauert. Stört mich tatsächlich nicht immer so. Also ich bin nicht so der Typ, der sagt, boah, das dauert mir einfach alles viel zu lange. So ist es nicht. Aber gerade in der letzten Zeit habe ich gemerkt, eben so mit dem ganzen Umzug und Vorbereiten und Gedanken und Termine, die wir hatten und so weiter, habe ich einfach gemerkt, dass es mich schon nervt, wenn meine Nägel halt eben nicht perfekt aussehen und ich eben nicht so viel Zeit dafür habe und habe tatsächlich gar keinen Nagellack getragen. Das hier ist die Variante Blizzard von Maniko, von den UV-Nagellackstreifen. Ich durfte nämlich das Starter-Set mit euch zusammen testen oder für euch testen. Dort enthalten ist eine Lampe, natürlich, weil irgendwie muss man den UV-Nagellack ja auch aushärten. Das funktioniert ja nicht einfach so. Und dann gibt es noch insgesamt 4 Nagelfolien mit dabei, beziehungsweise UV-Nagelfolien. Und ich habe hier einmal die Variante Chili Vanille. So ein richtig schönes sommerliches Gelb. Ich dachte, dass das jetzt total schön aussehen kann. Mein absoluter Favorit, und deswegen habe ich es mir tatsächlich auch noch aufgehoben, ist Bubblegum. Das ist ein Verlauf von rosa zu blau zu rosa. Je nachdem natürlich, wie lang eure Nägel sind, sieht man dann halt etwas von den Farben mehr oder weniger. Und das ist die erste Variante, die ich aufgetragen habe. Cloudy Sky. Finde ich auch richtig schön. Es ist hier ein Verlauf von grau zu weiß zu grau, was so ein bisschen so Babyboomer-mäßig, aber eben mit Grau. Finde ich auch super, super schön natürlich. Habt ihr mich auch ganz viel mit gesehen in der letzten Zeit. Und dann gibt es noch eben das Remover Zero. Und ich nehme euch mit zu meiner allerersten Maniko-Maniküre, die ich mittlerweile vor über 9 Tagen gemacht habe. Ganz viel Spaß. Bevor es jetzt aber losgeht, hoffe ich natürlich wie immer, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Bei der UV-Lampe ist es jetzt so, dass ihr einfach, ich zeige es euch mal hier auf den Knopf drücken könnt. Und dann schaltet die sich an und nach 60 Sekunden auch wieder von alleine aus. Also die Zeit, die es braucht, damit der UV-Lack aushärtet. Ich werde jetzt mal meine Nägel vorbereiten. So sieht das Ganze jetzt gerade aus. Sind ein bisschen in Mitleidenschaft geraten, weil ich einer Frau gestern mit ihrem Kinderwagen geholfen habe und dabei mir ein bisschen was kaputt gemacht habe, aber es war es auf jeden Fall wert. Ich nutze jetzt also erstmal diese Tools hier, damit ich meine Nägel vorbereiten kann. Und ich brauche einmal das Rosenholzstäbchen, um meine Nagelhaut zurückzuschieben. Und die Nail Cleaning Pads natürlich, um meinen Nagel zu entfetten. Das ist super wichtig, damit das Ganze dann am Ende auch gut hält. Ich schiebe also jetzt vorsichtig überall mal meine Nagelhaut ein bisschen zurück. Falls ihr bisher mit anderen, aufwendigeren Systemen gearbeitet habt, dann kennt ihr das ja auch schon. Also ich kenne das auch schon so von meinen Nägeln, wie ich die sonst mache. Aber der restliche Schritt dauert dann ja viel länger. Als nächstes das Pad. Und damit gehe ich jetzt nochmal bei jedem einzelnen Nagel ordentlich drüber, um den schön zu entfetten. Das sind die wunderschönen UV-Nagellackstreifen. Die sind aus echtem UV-Lack. Also nicht diese Sticker-Nagelfolien, die es sonst gibt, womit ich zum Beispiel super schlechte Erfahrungen gemacht habe, sondern wirklich richtiger Nagellack. Und ich bin jetzt echt gespannt. Jetzt geht es natürlich darum, die richtige Größe zu finden. Und dafür könnt ihr das so anlegen. Ich persönlich, also ihr seht zum Beispiel, das jetzt wäre zu klein, weil links und rechts einfach noch zu viel Platz übrig ist. Oder hier seht ihr es nochmal ganz extrem. Ich glaube, das hier könnte ziemlich gut passen. Ich starte aber als erstes einmal mit meinen restlichen Fingern, damit ich die unten drunter geben kann unter die Lampe und mache meinen Daumen dann einzeln. Das mache ich sonst auch immer so und das funktioniert ziemlich gut. Schauen wir also mal hier.
Das passt sehr gut. Also die kleinste Größe hierfür. Das sieht auch gut aus. Ja, ich habe sehr kleine Nägel und kleine Finger. Bin gerade fasziniert, dass es doch ziemlich gut passt alles. Okay, und die tausche ich einmal. Also ich bin jetzt hier bei den letzten vier und gebe die einmal auf. Ihr seht, ihr habt hier einzeln eine Schutzfolie drüber. Das heißt, ihr müsst die nicht komplett quasi abnehmen, damit ihr das nutzen könnt. Und los geht's. Ich bin ja gar kein Profi. Ich setze es jetzt mittig an. Drücke es nach links. Drücke es nach rechts. Drücke es unten fest und dann drücke ich es nach oben. In so leicht schiebenden Bewegungen, würde ich sagen. Und falte das Ganze dann vorne um. So sieht das Ganze dann umgeknickt einmal aus. Jetzt kommt als nächstes die Nagelfeile ins Spiel. Und hiermit trenne ich sozusagen diesen Rest, den ich gerade abgeknickt habe, von meinem Nagel ab. Und dann sehen wir schon, dass es sich hier löst. Immer schön umgeknickt lassen. Nagel Nummer 1 in 30 Sekunden fertig. Ich drücke jetzt nochmal die Ränder fest und mache weiter mit dem zweiten Nagel. Tada! Ich muss sagen, der zweite ging jetzt auf jeden Fall auch nochmal viel schneller als der erste. Also Übung macht hier definitiv wie mit allem den Meister. Wie gesagt, vorm Aushärten streiche ich auf jeden Fall jetzt nochmal schön hier über die Ränder drüber, damit wirklich alles richtig, richtig festsitzt. Und aushärten für 60 Sekunden. Da sind jetzt meine Nägel nach dem Aushärten. Ich bin echt mega begeistert. Ich frage mich jetzt gerade, wie das andere Design ausgesehen hätte. Das Bubblegum, das ist einfach mega. Aber ich habe mich jetzt erstmal für was Neutraleres entschieden. Ich mache jetzt nochmal den Daumen nach links, nach rechts, nach oben und umknicken. Das ist jetzt hier meine fertige allererste Maniküre und ich muss sagen, ich bin wirklich mega, mega happy. Es glänzt so schön und es ist halt wirklich, ne, festes UV-Lack-Ergebnis. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist hinterher mit einer Polierfeile nochmal über die Kanten gegangen, aber das mache ich sonst eigentlich auch immer. Also, Tag Nummer 1, so sieht's aus. Ich war auf jeden Fall sehr begeistert von Cloudy Sky und habe dann aber auch schnell gemerkt, dass ja meine Nägel echt schnell wachsen. Das merke ich sonst auch immer. Ich nehme mir auf jeden Fall immer einen viel kürzeren Abstand Zeit, meine Nägel neu zu machen als andere Leute, glaube ich, weil mich einfach das stört, wenn das so rausgewachsen ist. Ich will das am liebsten immer ganz frisch haben. Ich weiß, dass man das nicht immer schafft. Der Tag ist gekommen, Tag 9, und ich glaube, ihr könnt sehen, wie weit meine Nägel mittlerweile rausgewachsen sind. Besonders am kleinen Finger kann man es sehr gut sehen und aber auch ja, hier beim Daumen. Das ist einfach schon ein echt großes Stück und ich mag das nicht so gerne, wenn man das schon so weit rausgewachsen sieht. Und deswegen heute nach 9 Tagen nochmal ein Update. Ihr seht hier vorne an meinem Zeigefinger habe ich so ein bisschen Abtrag. Ich habe Umzugskartons gepackt, ein paar in den letzten Tagen. Und ja, mein Zeigefinger hat es ein bisschen mitgenommen. Gleiches Spiel an meiner prominenten Hand. Das ist meine rechte Hand. Ich bin Rechtshänderin und ihr seht auch hier, wie weit das rausgewachsen ist. Und ja, deswegen möchte ich jetzt meine Nägel nochmal neu machen. Und ich habe mir dafür Blizzard rausgesucht als nächstes. Jetzt machen wir das aber einmal zusammen ab und schauen mal, wie gut das funktioniert. Hier ist ja dieses Remover Serum. Das soll man jetzt einmal komplett auftragen. Hier unten an der Nagel, am Nagelrand sozusagen. Und dann soll man eben dieses Rosenholzstäbchen nehmen. Das auch schön getränkt damit halten. Das hier ansetzen und dann soll man das angeblich ganz easy abnehmen können. Ja, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und ja, im nächsten Zug dann direkt das neue Design drauf.
Okay, also Manicure wirkt ja auch damit, dass es eben UV-Nägel quasi zu tragen ist, ohne den Nagel zu schädigen. Und ich muss sagen, das sah noch nie so gut aus, wenn ich meinen Shellack mal abgenommen habe oder jeglichen anderen Lack, der jetzt nicht normaler Lack ist. Ich gehe dafür jetzt einfach immer von links nach rechts, von links nach rechts. Und man soll dieses Rosenholzstäbchen immer schön befeuchtet lassen. Ich habe das jetzt vorher einfach angepinselt. Ich weiß nicht, wie professionell das ist, aber das soll ja hier auch eben funktionieren, wenn man da nicht so krass begabt mit ist. Das sieht sehr gut aus. Suche mir dann immer so eine Stelle, die ein bisschen locker ist und arbeite mich dann einfach lang. Das ging sogar super schnell. Ja, so sehen jetzt meine Nägel aus, wo der Lack ab ist. Ich mache das jetzt nochmal am Daumen an den anderen Nägeln. Um das zu Hause so hinzubekommen wie im Nagelstudio. Also man spart nicht nur super viel Geld, sondern eben auch enorm viel Zeit. Wie gesagt, mir ist das nicht so wichtig, aber ich muss schon sagen, dass das einen enorm hohen, wie nennt man das, Bequemlichkeitsfaktor hatte. Also ich habe echt mega viel Zeit gespart. Ich habe euch ja das Echtzeitergebnis eingeblendet beim ersten Mal. Das waren ja ungefähr 13 Minuten. Ich glaube, Manico wirbt mit 10 Minuten. Das ist dann jetzt die Farbe Blizzard auf meinen Nägeln und ich mag das echt total gerne, wenn das natürlich so frisch gemacht aussieht. Ihr habt gesehen, also ich hätte es nicht abnehmen müssen, aber es gefällt mir einfach, ja, es gefällt mir einfach besser, wenn da nicht so ein Abstand ist, weil meine Nägel schon echt schnell wachsen. Falls ihr Nägel habt, die nicht so schnell wachsen, hält das Ganze natürlich auch noch viel, viel länger, aber das wäre so immer wahrscheinlich der Zeitraum, wie ich das wechseln würde. 9, 10, 11 Tage vielleicht. Und das hier habe ich jetzt unter 10 Minuten geschafft. Also ich war viel schneller als 10 Minuten, weil ich ja eben auch schon wusste, welche Größe auf welchen Nagel kommt. Und dann war das einfach nur noch so, zack, 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 aushärten, zack, zack, aushärten. Ja, also ich finde es super, super schön. Die UV-Gelstreifen sind wirklich enorm robust. Also wie gesagt, ich habe ganz viel Umzugskartons gepackt und richtig viel im Haushalt damit gemacht und so. Und die haben echt richtig viel ausgehalten. Und das ist mir eigentlich immer besonders wichtig, dass es natürlich extrem gut hält. Ich muss sagen, das ist mir sogar wichtiger, als dass es schnell geht, das zu machen. Denn ich nehme mir lieber mehr Zeit und dann hält es dafür länger und ich habe mehr Freude dran. Aber hier war halt beides gegeben. Das hat mir richtig gut gefallen und ich freue mich natürlich jetzt auch diese Sommerfarbe hier tragen zu können. Und ich habe sogar auch einen Rabattcode. Ich linke euch das einfach mal in den angepinnten Kommentar rein. Dann könnt ihr auch ein bisschen sparen. Schaut euch das Starter-Set auf jeden Fall an. Ich meine, allein, dass man auch die Lampe mit dabei hat. Man kann einfach direkt loslegen. Es ist alles mit dabei. Überzeugt euch einfach selbst. Schreibt mir sehr gerne, falls ihr was bestellt habt, irgendwie auf Instagram oder so, schickt mir ein Foto. Und was es auch ganz neu gibt, das war direkt mein Gedanke, als sich Manico mit mir auch in Verbindung gesetzt hat. Ich kannte Manico schon vorher und ich habe mich gefragt, warum die das eigentlich nicht für die Füße anbieten. Denn ich hasse zum Beispiel, es meine Füße mit Pediküre zu machen und so. Mache ich immer, aber es ist super anstrengend. Und Manico hat jetzt sogar, habe ich gesehen, diese Pedi-UV-Gel-Strips da. Und das werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Ihr könnt natürlich aber auch, das werde ich wahrscheinlich als erstes machen, von denen, die übrig geblieben sind, die nicht auf eure Finger passen, das Ganze natürlich auch einfach zuschneiden und für eure Füße benutzen. Dann könnt ihr natürlich auch eben das, was übrig bleibt, sozusagen nochmal verwenden, dann für eure Füße oder weiß ich nicht, vielleicht auch zuschneiden und nochmal für eure Finger benutzen, damit auch wirklich das, ja, was ihr investiert habt, maximal ausgenutzt ist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass jetzt Manico nochmal genauer kennenlernen durfte. Vielen Dank nochmal auch an Manico für die Zusammenarbeit. Ich habe mich wirklich riesig gefreut. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!